Wir haben folgenden Versuch. Wir sehen hier vier Gefäße, wo jeweils ein Buttenschinken drinnen ist und haben dahinter vier Säuren stehen. Erste Säure ist der Tafelessig, die Essigsäure, ein kleines bisschen vom Essig auf die Wurst drauf oder auf den Schinken. Ja, ich habe einen Assistenten heute, der mir hilft. Zweite Säure ist die Salzsäure, auch da geben wir mit der Pipette was auf den Schinken drauf. Wir werden nicht gleich was merken, sondern haben dann Zeit, das zu beobachten. Die dritte Säure ist die konzentrierte Schwefelsäure. Auch von da geben wir was auf den Schinken rauf. Und als viertes haben wir die Salpetersäure. Die Salpetersäure abstammend vom Stickstoff HNO3. Auch die Salpetersäure geben wir aufs Eiweiß drauf. Den Schinken habe ich genommen als Eiweißprodukt. Okay, ich filme einmal noch von der Weite drüber und einmal noch von da, von der Nähe Essig. Nach einer Minute so, Salzsäure nach einer Minute im so circa. Bei der Schwefelsäure merken wir schon was. Und bei der Salpetersäure sehen wir noch nichts, wird aber auch in Kürze beginnen. Erster Teil vom Video mal. Nach einer halben Stunde schaut es so aus. Beim Essig merken wir, ganz normale Essigwurst kannst du beim Heurigen kaufen. Die Salzsäure hat noch nicht wirklich viel vollbracht. Ich filme in einer Stunde dann nochmals drüber. Bei der Schwefelsäure merken wir schon, dass sich das zersetzt. Und ganz typisch eine Reaktion macht die Salpetersäure. Die Salpetersäure färbt Eiweißstoffe sehr gelb.